Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Pressevertreter, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels in der dritten Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern begrüßen. 5.346 Zuschauer sahen am heutigen Freitagabend die 2:4 Niederlage unseres KFC gegen den 1. FC Kaiserslautern. Bei mir jetzt die beiden Trainer der Mannschaften, die hier in Duisburg aufeinander getroffen sind. Zu meiner linken Gästetrainer Sascha Hildmann, zu meiner rechten KFC-Trainer Frank Heinemann. Herr Hildmann, ich darf Sie dann zunächst um Ihren Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Zunächst mal hallo an alle. Ja, wir hatten uns schon auf einen Gegner vorbereitet, der mit Sicherheit nach dem Spiel Jena hier zu Hause angreifen wollte, der viel Druck aufüben wollte. Wir wussten, dass wir da dagegenhalten müssen. Haben uns dann für ein 3-5-2 entschieden, damit wir das Zentrum etwas stärker kriegen. Sind, glaube ich, war ein ausgeglichenes Spiel am Anfang, beide Mannschaften sehr aggressiv in den Zweikämpfen, auch nach vorne gespielt, immer wieder Umschaltmomente gehabt. Und dann kriegst du durch ein super Tor von Weister das 1:0. Und sowas musst du als so junge Mannschaft, wie wir sind, erstmal wegstecken. Wir haben es gut gemacht, sehr gut sogar, machen das 1:1, auch durch ein sehr schönes Tor von Florian Pick. Und können dann mit einem tollen Konter bei Tilly Thiele nachlegen. Und somit sind wir mit 2:1 in die Pause gegangen. Die zweite Hälfte fand ich uns richtig gut. Wir haben richtig gut verteidigt. Wir haben uns in den Zweikämpfen omnipräsent gezeigt. Wir waren jederzeit in der Lage, immer wieder nach vorne zu spielen. Wir waren jederzeit in der Lage, Torchancen zu kreieren. Und haben uns dann mit den Toren belohnt. Wir sagen, rundum gelungenes Spiel von uns. Ich habe mir vor dem Spiel gewünscht, dass wir heute eine richtig gute Mannschaftsleistung zeigen. Das hat die Mannschaft umgesetzt und freue mich, dass wir heute wirklich das alles so umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Dankeschön. Vielen Dank, Sascha Hildmann. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Frank Heinemann um seinen Kommentar bitten. Ja, also wir haben uns wirklich viel vorgenommen heute. Wir wussten, dass mit Lautern, auch wenn sie letzte Woche ihr Heimspiel verloren haben, eine sehr kompakte Mannschaft, die in der Rückserie seit der Winterpause sehr erfolgreich gespielt hat, dass es nicht einfach wird, aber wir wollten sofort Druck ausüben, wir wollten aggressiv sein und ich glaube, das ist uns auch in der Anfangsphase gelungen. Wir sind dann mit 1:0 in Führung gegangen, das Spiel war ausgeglichen. Wir fühlten uns eigentlich wohl, ich dachte, das könnte jetzt auch mal eine Situation sein, was der Mannschaft einfach auch hilft, auf Sicht mal wieder in Fahrt zu kommen. Und wir haben dann letztendlich viel, viel zu schnell wieder Tore kassiert. Und ja, das fängt beim 1:1 an, wo wir den Ball im Zentrum abwehren, wo wir dann rausrücken und nicht aggressiv genug im Zweikampf sind und damit den Schuss von Florian Pitt nicht verhindern. Das macht er gut, der Florian, aber trotzdem, glaube ich, kann man so ein Tor verhindern, indem man aggressiver ist. Und dann geht es sofort 2 Minuten später weiter, wo wir auf unserer linken Seite nicht nachkommen und im Zentrum dann das 2:1 bekommen. Und das ist natürlich bei aller Euphorie, die wir nach dem 1:0 hatten, viel zu schnell für uns, dass wir da wieder im Rückstand geraten sind. Und haben uns dann in der Pause nochmal zusammen haben gesagt, wir haben ja auch zwischendurch umgestellt, dass wir den Jamen, der am Anfang im Zentrum angefangen hat, Mosare auf links gestellt haben und Litti dann zusätzlich mit Littler noch ein Mittelfeldspieler, um da auch ganz kompakter zu sein. Und zweite Halbzeit haben wir uns nochmal alles vorgenommen, um mal drauf zu gehen. Und da muss ich ganz einfach sagen, wir verteidigen momentan so schlecht das 1:1. Wir kassieren Tore, die in der dritten Liga so nicht fallen dürfen. Und wenn man exemplarisch dafür das 3:1 sieht, muss man ganz ehrlich sagen, das ist zu schlecht verteidigt. Und wenn man so verteidigt, dann hat man keine Möglichkeiten, so ein Spiel vielleicht noch zu drehen und beim 3:1 wird es immer schwieriger. Mit dem 4:1 war es eigentlich zu Ende, die Mannschaft ist dann nochmal gekommen nach dem 4:2, aber letztendlich war es zu dünn. Wir sind sehr enttäuscht, dass wir heute nicht mal den Bock umstoßen konnten und letztendlich jetzt mit 12 Spielen, die wir nicht gewonnen haben, natürlich ganz schlecht da stehen und uns jetzt wieder schon aufrappeln müssen. Am Dienstag ist ein Spiel in Essen, was für uns alle auch wichtig ist, Pokal für den Verein, für die Fans. Wir werden alles versuchen in den 3-4 Tagen, um Dienstag erfolgreich zu sein. Aber ganz klar, wir sind heute bitterböse, enttäuscht über die Leistung und letztendlich das 2:4 auch für uns, was sehr deprimierend für uns ist. Dankeschön. Vielen
Vielen Dank, Frank Heinemann. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Hier vorne. Herr Wildmann, Sie haben heute Florian Pitsch statt Jan Sternberg auf die linke Seite gestellt. Können Sie kurz erläutern, was da der Hintergedanke war? Picky hat seine Stärken ganz klar in der Offensive im 1 gegen 1 und wir wollten da über die Außen Druck ausüben, immer wieder die 1 gegen 1 Situation suchen. Und er hat es auch sehr gut nach hinten verteidigt, muss ich schon sagen. Danny hat die letzten Spiele hat fast immer gespielt und ich glaube, man kann auch mal so einem Spieler mal eine Pause geben, ohne dass das dann irgendwie negativ sich auswirkt. Und kann im nächsten Spiel schon wieder anders aussehen, aber ich glaube, das war schon ganz cool. Noch eine Frage? Florian Pick hat gerade gesagt, das war wahrscheinlich das beste Auswärtsspiel in der Saison. Würden Sie da zumindest unter Ihrer Leitung zustimmen? Absolut. Also ich glaube, wir haben zwar schon auch die Spiele auswärts gewonnen, in Lotte oder in Karlsruhe, das auch sehr gut war von uns, wo wir da gewonnen haben, aber jetzt dieses Spiel heute war auch spielerisch, weil spielt natürlich auch die Rolle, es ist ein neuer Rasen. Ja? Da kannst du auch mal ein bisschen besser Fußball spielen als vielleicht in einem oder anderen Platz, der dann schlecht ist. Und dadurch kannst du auch die fußballerische Qualität der einzelnen Spieler mal noch besser bewerten, wie zum Beispiel von Mats Albeck oder den Bergmann oder die Löhmannsröhm, habe ich vorhin schon gesagt. Die können schon gegen die Jungs und wenn es dann der Platz zulässt, umso besser. Gibt es noch weitere Fragen? Da vorne. Ja, kurze Frage an Herrn Heinemann. Stefan Aigner heute zum ersten Mal in der Saison auf der Bank gesessen. Ist ja eigentlich so der Dauerbrenner der Mannschaft der Saison, würde ich mal sagen. Was hier begründet die Entscheidung? Und vielleicht mal ganz kurz zum Pokalspiel, haben Sie gerade schon was gesagt, aber Rui Filtka sagte gerade, dass man so ein bisschen den Liga-Alltag vielleicht ausblenden muss. Inwiefern ist das vielleicht auch wichtig, um ein Pokalspiel anzugehen, gerade wenn es jetzt zum Ernst ins Finale geht? Ja, im Fall, wie gesagt, wir haben heute ein bisschen was umgestellt. Und ich wollte immer auch so ein bisschen mehr Tempo kriegen, wie Max hier auch da in den letzten Spielen hier erfolgreich war und hat überlegt, wie wir das machen können. Und dementsprechend habe ich mit Max hier gespielt und mit zwei Spitzen, was wir eigentlich sonst auch noch nicht gemacht haben, mit Osaro und mit dem Ali vorne drin und über links mit Nitka, der dann ein bisschen andere Rolle spielt, um da auch den Gegner vor Probleme zu stellen. Wir wollten gerade dann auch über außen extrem hochstehen, weil eine Dreierkette und breit machen, wo sie dann meistens eigentlich dann auf die Fünferkette gehen sollten, weil sonst wäre es für uns einfacher geworden, dann auch durchs Mittelfeld zu spielen. Das hat am Anfang, wie gesagt, gut geklappt, mit Maxi ist hochgegangen rechts und Litti links. Und da war einfach mein Ansatz, dass Stefan, der ja auch länger verletzt war und ein bisschen Probleme noch hatte, heute erstmal draußen bleibt. Also es war keine Entscheidung gegen Stefan, sondern es war einfach mal eine Entscheidung, jemand anders zu bringen, um letztendlich da ein bisschen anderes System zu spielen. Und auf Dienstag ist es so, dass, klar, nur keiner kann von mir jetzt verlangen, dass ich da abschalte und auf Dienstag, also mich hat das Spiel zu sehr mitgenommen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir heute hier so ein Spiel abliefern. Aber es ist so gekommen und das wird auch noch ein bisschen nagen. Aber klar, wir müssen uns sehr schnell wieder den Kopf freikriegen, was nicht ganz so einfach ist. Aber wir werden es versuchen, wir werden es machen, damit wir Dienstag da im Pokal weiterkommen. Sicher, das ist nicht Meisterschaft, aber es ist schwer genug bei Rot-Weiß-Essen. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken, unseren Gästen aus Kaiserslautern. Guten Heimweg, alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Würde mich freuen, Sie wieder hier begrüßen zu dürfen. Nächstes Heimspiel, 14.04. zu Gast, dann Osnabrück. Bis dahin, tschüss, schönen Abend, auch schönes Wochenende hier, Tag zu nehmen.